hat alles angefangen mit Zünzeln, Feuerwerk im Briefkasten. Versuche nach Aufmerksamkeit, die Eltern nur an mir zu lächeln. Drum macht er weiter mit Weed und Bierflaschen und wird zum Grund, wieso die Nachbarn im Quartier schwätzen. Mit Schüler und Lehrer sehen ihn als unscheinbaren und gibt's mal Stress, meinen Eltern, sind nur eine Phase. Keiner will's bemerken, so sitzt er dicht im Unterricht und es fällt auch keinem speziell auf, wo er nicht mehr eine Stunde sitzt, schwänzt die Schule. Kommt in Kontakt mit falschen Leuten, ignoriert Warnungen, weil er Gefahr nicht spürt. Sein Alltag Trübsal ist mühsam und kein Gebiet dem Einhalt. So vertreibt er sich halt Zeit mit ein bisschen Diebstahl. Besser das Sackgeld auf, und zwar als kleine Kriminelle. Verhehlt heisse Wahrheit, denkt nicht, er könnte sich die Finger verbrennen. Dass ein Bulli jetzt heimbringen wird zur gewohnten Sache. Und Eltern sehen das so, nur als Kind, was Sorgen macht. Kleinigkeiten, die unseren Weg bestimmen. Einzelheiten, die entscheiden, ob wir Väter finden. Aber die meisten meinen Schicksalsschläge würden das Leben richten. Dabei lassen uns Kleinigkeiten. Meist kläglich scheitern, es sind Kleinigkeiten, die unseren Weg bestimmen. Einzelheiten, die entscheiden, ob wir Väter finden. Aber die meisten meinen Schicksalsschläge würden das Leben richten. Dabei lassen uns Kleinigkeiten. Meist kläglich scheitern. Mittlerweile ist ein Volljähriger schon die erste Vorstrophe. Will sie Schulabschluss per Obenkurs nachholen. Herr Jack, der hat mit seinen Entscheidungen nie ins Grosse losgezogen. Denn Kleinigkeiten sind wie auch gross geworden. Ein kleines Problem mit Alkohol und darum auch ohne Job eine Frau mit Kind. Sie sind noch hoffnungsvoll, er hat Hoffnung längst aufgegeben. Hass aufs Leben, das Gefühl, dass es nicht passt im Leben. Keine Kraft fürs Leben. Glücklich gewesen, hat gedacht, dass sie aufs Leben passt. Verliebt in einen, was Leben hasst und zieht ihre Lebenskraft. Sie ist eine liebevolle Frau, kümmert sich allein ums Kind nach aussen glücklich. Merkst du, in ihren Augen Tränen findest, ihre Mann besoffen vor dem Fernseher. Sie ist auf 9 Stunden ihre Welt trostlos, wenn sie zu oben der Tür kommt. Er versucht, sie in den Griff zu kriegen, weil er mit seinen Problemen klarkommt. Stürzt er sich um die Familie direkt in den Abgrund. Es sind Kleinigkeiten, die unseren Weg bestimmen. Einzelheiten, die entscheiden, ob wir Väter finden. Aber die meisten meinen Schicksalsschläge würden das Leben richten. Dabei uns Kleinigkeiten, meist kläglich scheitern. Es sind Kleinigkeiten, die unseren Weg bestimmen. Einzelheiten, die entscheiden, ob wir Väter finden. Aber die meisten meiner Schicksalsschläge würden das Leben richten. Dabei lässt uns Kleinigkeiten, meist kläglich scheitern. Sie überdenkt ihre Geschichten zwar ganz vom Anfang, über die anfängliche Liebe und das Kind, das sich anbahnt, über ihre Beziehung, dass sie nur bei ihm Kraft tankt, bis gemeinsame Glück in kleinen Krisen, die sie stark macht. Doch mit der Zeit sind Kleinigkeiten gross geworden. Sie hat checkt, sie hat mit ihm nicht das Grosse losgezogen. Keine Perspektiven und kein Ausweg, innerlich zerbrochen ohne Hilfe im Umfeld. Bilder in ihrem Kopf, ihr Blick ist leer, gefangen in Kleinigkeiten. Man sagt, Zeiten seien schwer, für sie ist nötig gewesen, einen Schlussstrich zu ziehen, wenn sie so sich und ihre Liebsten verliert. Für sie ihr Schicksal, was so Wellen hat, dass sie, um sich selber zu retten, ihre Seele verletzt. Sie fühlt Schmerz und Trauer, was sie merkt. Es geht nichts mehr, was sie hebt. Kleinigkeiten, die unseren Weg bestimmen. Einzelheiten, die entscheiden, ob wir Väter finden. Aber die meisten meinen Schicksalsschläge würden das Leben richten. Dabei lassen uns Kleinigkeiten, meist kläglich scheitern. Es sind Kleinigkeiten, die unseren Weg bestimmen. Einzelheiten, die entscheiden, ob wir Väter finden. Aber die meisten meinen Schicksalsschläge würden das Leben richten. Dabei lassen uns Kleinigkeiten, meist kläglich scheitern.